Hallo und einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen oder was auch immer an alle meine Abonnenten oder natürlich auch zukünftigen Abonnenten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und heute will ich euch mal wieder zwei Premium-Panzer präsentieren und der Reigen fängt an mit dem FCM 50T der Franzosen, ein Tier 8 schwerer Panzer offiziell. Aber er ist definitiv vom Spielstil ein Medium. Dieser Panzer hat ein limitiertes Matchmaking, das heißt, er kommt höchstens in Tier 9 Gefechte. Und hier haben wir natürlich, oder hat er das Glück, in Tier 8 zu kommen, beziehungsweise als Tier 8 Top-Tier zu sein. Wir schauen uns doch das Ganze mal an. Klippe, das Gegnerteam selber ist solide im Schnitt, sein eigenes Team auch. Er selber scheint ein guter Spieler zu sein. Müsste ein regerollter Account sein und an dieser Stelle will ich aber auch mal sagen, dieses Thema oder was ich so immer gerne mal lese oder höre, diese Flames von wegen, ja, zweiter Account, bla bla bla. Es gibt auch bei einigen Spielern triftige Gründe, die das haben, zum Beispiel Hacks oder, ja, ich hatte mal einen, der wurde gehackt und hatte dann auf seinen Hauptaccount keine Lust mehr. Oh, schöne Auto-Aim-Shot. Oder ist es halt einfach jemand wichtig, dass er gute Werte hat? Und dementsprechend würde ich das nicht so verurteilen. Ja, er spielt hier viel mit Auto-Aim. Also er scheint selber noch gar nicht zu zoomen. Arti hat ihn natürlich hart getroffen. Also deswegen, zweiter Count Flame finde ich ein bisschen albern, aber damit ist es auch hier dann wieder besprochen. Wir widmen uns jetzt dem Gameplay. So, also er hat hier, wie gesagt, schon zweimal den Chariot hier gut treffen können. Der Panzer selber ist wirklich flink, hat eine gute Kanone, ist aber eben butterweich. Also er ist definitiv kein Panzer, der dem Schweren entspricht. Von dem her also bitte nicht irgendwo denken, er ist schwer oder sonstiges. Und man sieht es hier, boah, jetzt hat er Glück gehabt, man sieht es an seinem Spielstil ganz gut. Er hat bis jetzt noch kein einziges Mal selber gezoomt, sondern er arbeitet unglaublich viel mit Auto-Aim und mit direkten Schüssen. Hat man jetzt gerade gut gesehen, er hat nicht Auto-Aim genutzt, hat man ganz gut gehört. Also bis jetzt, das erste Mal, dass er hier wirklich in Zoom geht. Und das ist natürlich der Kanone geschuldet, weil die Kanone ist für einen Premium wirklich sehr, sehr, sehr gut. Hat einen ordentlichen Durchschlag mit, das muss ich spicken. Da unten, da ist die Maus. Mit 212 und 259 mit Premium. Also 212 ist definitiv ein sehr, sehr ordentlicher Wert. Und da kommt man einfach auch viel durch, gerade natürlich in so einem Match wie hier. Und nur dann kann, und auch mit so einer schnell einzielenden, kann man das so, diesen Spielstil so haben, wie er ihn hat. Man sieht, er braucht nicht lange, er ist sofort drauf und das ist einfach das Geile an dem Panzer. Und die neuesten Gerüchte besagen, dass er eventuell, das ist alles noch ein Gerücht, aber dass er eventuell aus dem Shop genommen werden könnte. Und das wäre natürlich noch ein Grund, sich eventuell noch diesen Panzer genauer anzuschauen. Er hat schon ganze 1900 Schaden gemacht. Aufklären tut er auch fleißig und ich habe ja hier die Minimap noch komplett schmerzlichst vergessen. Seht es mir bitte nach. Da sieht man mal, es geht einfach super. Schneller Reload, gute Penetration, schnelle Einzielzeit. Das alles spricht für den Panzer. Er hat auch eine gute Neigung. Also bis auf die nicht vorhandene Panzerung ist es wirklich ein sehr, sehr guter Panzer. Und ich würde sagen, bis jetzt die ganzen Mediums rausgekommen sind, bis dato auch in Anführungszeichen der beste Premium-Medium, weil er sich einfach definitiv wie ein Medium spielt und zu spielen hat. Und da hat er aktuell wirklich riesen Vorteile gehabt, aufgrund seiner Wendigkeit, seines Antritts, seiner Endgeschwindigkeit, seiner tollen Kanone. So, kurz stehen bleiben, Ding einzoomen lassen und er braucht gar nicht zielen, beziehungsweise zoomen, weil man sieht, Auto-Aim macht es ordentlich und die Kanone tut ihr Übriges. So, jetzt auch wieder mit Auto-Aim.
Dementsprechend, da ist es, wollte ich gerade sagen, das erste Mal, dass das Quatsch ist mit Auto-Aim, weil da, wenn der Panzer in Bewegung ist, man kann, Auto-Aim hält nicht vor. So, jetzt zoomt er aber selber rein. Der dürfte auf jeden Fall getroffen haben, der müsste gekettet gewesen sein. So, und jetzt ist er da offen. Und da ist er weg. Und man sieht, er hat tollen Schaden gemacht, 5 Kills gemacht. Den Krieger dürfte er sich hoffentlich auch noch holen, verdient wär's. So, da ist böse erwischt, aber auch das ist beim Jackson unglücklich. Der Jackson durch den AMX 50-100 weg. Also Auto-Aim ist durchaus ein profanes Mittel mit einem Panzer mit einer richtig guten Kanone. Würde ich jetzt wiederum nicht mit dem KV-2 zum Beispiel empfehlen. Oder aus der Bewegung heraus ist es mittlerweile auch wieder nach dem Nerf, nach dem Genauigkeitsnerf ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, unterm Strich gesehen, definitiv ein profanes Mittel. So, jetzt muss er sich noch anstrengen für seinen 6. Kill. Schaut sogar echt schlecht aus. Ja, leider doch nicht. Hat den Krieger nicht mehr bekommen. Aber unterm Strich, er hat den, durch die Assistenz, die er geleistet hat, 2400 Schaden ermöglicht. Und selber hat er gemacht 3060 durch den Blind Hit am Rheinmetall. Von dem her eine saucoole Runde. Sehr schnell gespielt, kurze Zeit und Panzerass. Und jetzt im Anschluss kommt direkt der nächste Panzer, nachdem ihr das kurze Scoreboard gesehen habt. Wie versprochen geht es direkt mit dem nächsten Premium weiter und hier dem Tier 8 Löwe, dem deutschen Panzer, weg von den Franzosen hin zu den Deutschen und wir bleiben bei den schweren Panzern, aber hier ist er definitiv ein schwerer Panzer. Also den könnt ihr nicht mal so eben fahren wie den FCM gerade eben. Die Karte zufälligerweise, jetzt machen wir die Minimap direkt mal groß, auch Klippe. Los geht's. Und auch Top-Tier. Und mit dem Panzer Top-Tier zu sein, ist dann doch nochmal ein bisschen schwieriger, weil der ein 10er Matchmaking heißt. Das heißt, dieser Panzer sieht auch gerne mal Tier 10. Ansonsten, dieser Panzer macht aus eine deutlich bessere Panzerung. Also der ist wirklich ein Heavy, wenn man ihn dementsprechend spielt. Also anwinkeln ist hier Pflicht. Das sollte man machen. Man sieht unten auch bei dem Mod ganz schön, je nachdem, wenn ich so frontal hatte, eine 187er Frontplatte sozusagen, ist natürlich auch durch den Winkel ein bisschen anders, aber ebenso seht ihr, verändert sich das unten auf 200 dementsprechend. Das heißt, wenn man diesen Winkel wählt oder eben dementsprechend stärker, je nachdem, wie der Gegner auch zu einem steht, hat man in Anführungszeichen mehr Panzerung, dadurch, dass man den Eintrittswinkel anders definiert. Also deutschen Panzer oder viele deutsche Panzer sind anzuwinkeln. Die Kanone selber hat natürlich etwas mehr Durchschlag mit 234 und 294, aber eben braucht sie auch, weil er in Tier 10 kommt und macht auch mehr Schaden. Aber das wiederum ist natürlich dem ganzen, der ganzen Nachladezeit und allem anderen geschuldet. Nicht so schnell am Einzielen, also von dem her, hier ist es etwas schwieriger, das Auto-Aim so zu benutzen. Und übrigens muss ich auch noch natürlich an dieser Stelle sagen, eingeschickt von TAP, 1108 aus meinem Clan, also auch schön. Das war jetzt eher Zufall, aber schön, dass Tab hier dieses Replay eingesendet hat. Und das hat er, also es gab hier keine Speziwirtschaft, kann ich euch ganz klar versprechen, sondern Tab hat es gemacht, wie es sein soll. Hier steht es aktuell 0:1 für den Gegner. Und er nimmt den klassischen Heavy-Weg, würde ich sagen, also um den Kap der guten Hoffnung rum. Ist aber jetzt ganz alleine und hat auf einmal einen AMX neben sich. Der ist aber so blind, dass er sich gar nicht für ihn interessiert. Jetzt nimmt er auch Auto-Aim. Aber ja gut, jetzt hat er so lange eingeaimt, das trifft locker. So. Erste Gegner weg, den ersten 600 Schaden gemacht und weiter geht's.
Da kommt wohl niemand. Oh, da hat er daneben geschossen, nicht einmal getroffen. Da war er wohl selber überrascht, dass plötzlich da der STA stand. Ah, da hat er auch. Aber natürlich, hier hat der Heavy seine Vorteile in diesem Fall. Ich würde versuchen, schnellstmöglich ranzukommen, um dementsprechend den Schaden anzubringen. Man muss aber jetzt auch dazu sagen, also vielleicht auch eingangs gesagt, jetzt hat er schön getroffen, eingangs gesagt, dass er natürlich der klassische schwere Panzer ist und dementsprechend auch als Frontzer gespielt werden kann. Aber es gibt auch viele, die den als Sniper spielen. Das heißt, als Supporter, also erstmal zweite Reihe und nicht direkt voll rein, wie zum Beispiel man es gerne mit dem IS-3 macht. Jeder muss da ein bisschen das für sich selbst entdecken und sagen, also wie gesagt, ich finde beide Spielstile möglich. Also es gibt jetzt nicht den Spielstil für den Panzer, meines Erachtens zumindest. Jetzt wird er hier sogar angeschoben. Jetzt steht es leider schon 7:9 für den Gegner. Das ist natürlich erstmal per se unschön. So. Aber auch er hat eine vernünftige Kanone, die zielt auch gut ein. Und jetzt kommt er hier schön auf den 110er drauf. Jetzt hoffentlich der andere 110er macht da den nächsten Hit. Jetzt muss er aufpassen, dass er zum einen nicht von vorne erwischt wird. Der Gegner schon, der 10er bleibt erstmal stehen. Und der prallt ab. Sein 110er schießt daneben. Das ist Bad Luck. T-37 oben ist gerade weggeholt worden. So, jetzt aber. Sehr gut. Steht es wieder 10-9. Das ist doch wieder ein Ergebnis, was dann schöner sich gleich aussieht. Und jetzt hinter ihm, IS-3. Da muss er jetzt aufpassen, da muss er schnell drehen und der Löwe dreht sich leider nicht so schnell. Dafür ein schneller Gegenschuss, um dem IS-3 gleich mal zu zeigen, wer hier der Chef ist. Oh, T-34 auch, jetzt kriegt er natürlich hier Probleme. Dem IS-3 konnte er jetzt noch schnell eine geben. Jetzt muss er sich aber ein bisschen zurückziehen, genau. Und jetzt noch, kommt, mach ihn weg, ganz wichtig. Sehr schön, wichtig eine Kanone rauszunehmen. KV-85 jetzt auch noch von der Stelle. Da ist er auch, sieht man unten ganz schön, beschädigt durch den Chester. Und jetzt geht er hier ein bisschen auf Tuchfühlung zum T-34. Schön auf die Kommandantenluke, schön gedacht, richtig gemacht. Wenn ihr so den, das seht, natürlich T-34 von vorne weich wie Butter oder die Kommandantenluke. Sehr schöner Hit, KV-85 weg, ganz wichtig auch hier. Und jetzt haben sie ein Heimspiel. Jetzt sind sie 2 gegen 1. Das wird definitiv gut laufen. Ah, ein bisschen höher hätte er zielen müssen. Ein bisschen höher noch. Aber wie gesagt, die Idee ist genau richtig. Fahrt immer schön zurück, wenn er nachlädt. Auch das sollte man machen. Und nicht da jetzt irgendwie auf doofen Hit kassieren. So, jetzt kommt aber auf die Unterwanne drauf, ganz angenehm. Kann sich sogar noch einen Hit erlauben. Wie gesagt, die Frontplatte ist einfach sehr, sehr weich. So, jetzt vielleicht der 110er, dass der nochmal einen Hit abbekommt. Jetzt hat er geschossen, auf jeden Fall. Ah, da war ein bisschen schlecht geäumt, ein bisschen übereilig. Aber jetzt sollte er den nächsten Schuss haben und vielleicht schafft er es diesmal. Ja, sehr schön. 5 Kills, 3.500 Schaden und auch gezeigt, was dieser Panzer ist, wie er ist, was er ist, wie er ist, wie er sich spielt. Und wie gesagt, vielen Dank an alle Zuschauer. Ich hoffe, euch hat es doch gefallen, diese beiden Premiums präsentiert zu bekommen. Und dementsprechend wünsche ich euch weiterhin alles Gute, viel Spaß auf YouTube. Euer Alcaramba.